Alter! Freu mich nicht! Pferd! Wo ist denn lang? Oh, sieht gut aus. Oder bekannt. Irgendwie sieht das bekannt aus, ich bin mir nicht sicher, wie bekannt. Hier lang muss ich. Theoretisch. Ah, das sieht bekannt aus. Die Sonne sind wir ja schon mal gewesen, wären. Wow, das fällt direkt echt noch ab, ey, auf den letzten Meter. Ja. Stay direct mal out of the house und gehe hier zum Farmen raus. Oh, aua, aua. Komm, steig mal auf dem Pferd, rollen sie wieder alles von alles rein. Schon klar, es bin ich in Ruhe. Ich hab Keys. Niemand kann mir etwas. Also weil ich bin. Den spinnen sie die mutigen Keys. Das ist der einzige Grund, warum ich die Kinder von heute, ey, ja, und hier die Quest hier? Ja, ist voll cool, heute eine Perle auf der Brust zu tragen, ey. Komm auf dein Leben klar, ey. Das Shit ist awesome. This shit of paper. Übersetzt. Ich habe auf einem Papierbild geschissen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Alter. Wow. Komm klar. Ich reagiere jetzt bestimmt nicht an ein paar Zombies ab. Okay, schlafen kann ich nicht wegen dem Zombie, aber wenigstens heile ich mich irgendwas noch. Bum 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 bum. Ich würde vielleicht die Fackel rausziehen, dann könnt ihr jetzt eigentlich einen Zombie spawnen, aber jetzt sind Half-Snaps, gell? Na du! Das sind zwei, gell? Ah, das sind nicht nur zwei Zombies, das sind mehr! Alter! Lasst mich! Aber hier vorne wird echt noch so ein Fenster, und zwar hier oben da so. Der müsste echt da eins hin. Vielleicht mit so einem Rundausguck, das wäre auch nicht schlecht. Oder? Ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben hier. Ich weiß es nicht. Hallo! Herr Nachbar! Bam!
In ja, Fratzebuck. Dein Buch ist ein offenes Gesicht. Dein Gesicht ist ein offenes Buch. So rum. Dein Buch ist ein offenes Gesicht. Das war uncreepy. Das war so creepy. So, jetzt hier zu dem Plan, alles mit Kies zu stecken. Können ja ruhig eingebunden werden aus der Kiste und so. Kann man ja auch von oben angreifen. Ja, rangreifen, nicht angreifen, rangreifen. Genau das wollte ich sagen. So. Und da haben wir auch schon... Da können wir eventuell dann ab und zu am Rand, können wir das dann so ein bisschen in den Wald übergehen lassen, dass dann hier ringsrum dann halt vielleicht auch Wald ist. Dass dann halt gewisse Wege rausgehen einfach. So kann man das ja machen. Dass dann Wald dann halt so ein bisschen den Übergang hat, wo man halt nicht so oft läuft. Dass da ein bisschen Erde rausguckt, ein bisschen Gras rausguckt. So. Hier kommt natürlich alles voll. So. Hier machen wir noch ein bisschen Stein unten rein, damit sich das hier nicht mit Kies auffüllen muss. Oder am besten mal eine Erde rein, das ist noch besser. Denn Erde kostet nichts. So, Stein ist da schon ein bisschen wichtiger, da wir den auch einen Lever brauchen. Dann. Kies drunter ist, aber wir haben jetzt eigentlich genug Kies, hoffe ich mal. Und hier wollen wir wieder Erde reinmachen. So. Und hier kommt es wieder Kies hin. Wie gesagt, das ist erstmal nur Testweise, wie halt immer. Erstmal grob hinbauen und dann das Beste aus dem, was man da macht. Passt. Meine typische Bauweise. Huch! Zum Beispiel die Doros hier, da können wir gleich mal von Anfang an hier ein bisschen mehr hin machen. So, ich wäre ein bisschen langsamer bewegen würde ich auch mehr Platz hinkriegen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen vom momentanen Klickspielen bin ich ein bisschen über iPhone, was das Klicken angeht von irgendwelchen Dingen. Auch das Rumrennen, Drücken, Tasten. Alter, sag nicht, der Kies ist wieder an. Das kann nicht sein. Einfach gerade das Kies geholt und in diesem Maße, kann ja nicht nur alle sein. Weil die gehen dann einmal in irgendeine Höhle rein und fahren die Höhle leer. Sollte man auch noch genug haben, weil eigentlich schwarzer Käse ist, sollte man ja nicht genug Kies haben. Bin ich zum Kiesfarm eigentlich? Ach, ich wollte einen Kiesstrand eigentlich finden. Haben wir so schnell nicht gefunden, haben aber eigentlich ganz gut Kies mitgebracht gehabt. Zumindest dachte ich das. So. Oh Mann! Ich glaube, ich drehe gleich durch. So, dahin. So, Mensch. Ja, warum nicht? Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus.
Und hat einfach dann irgendwann alles ausgefüllt. Hier ringsrum kommen dann halt Bäume und Wald. Hier nach vorne muss es dann natürlich noch ein bisschen weitergehen und in der Mitte hast du einen großen Brunnen. Und dann kannst du halt zum Beispiel hier hin oder da drüben hin so ein paar Stände basteln. Man kann den Brunnen natürlich auch, man kann das alles noch ein bisschen nach hier verlegen und kann den Brunnen auch so ein bisschen mehr in die, ja, das ist Osten, in die östliche Richtung verlegen halt so. Dass er gar nicht so zentral liegt, sondern eher so zentral im Einteil des Parkes. Und hat man halt den vorderen Teil des Parkes zu bebauen. Sieht nicht schlecht aus, muss man sagen. Gefällt mir gerade. Dann kann man vielleicht doch wirklich den gesamten Park hier umbauen. Na gut, vielleicht hier hinten nicht. Das ist denn hier hinten, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mal gucken, ob ich jetzt hier eine Linie ziehen kann irgendwie. Moment, wir könnten eventuell... jetzt so eine Linie hier machen, dass wir sagen, hier kommt's, hier ist daneben die Grenze sozusagen, hier wird dann alles mit Gras aufgefüllt, könnte man machen, dass man halt hier diesen Bereich hier noch als Marktplatz hat, vielleicht ein bisschen kleiner sogar noch, muss nicht so extrem bis da vorne gehen. Aber dass dann hier so die Abgrenzung ist. Das fände ich eigentlich ganz cool. Und da haben wir einen riesen Bereich der Welt, oder erschaffen einen riesen Bereich der Welt neu. Moment, schon mal nach oben gucken. Ja, siehst du? Ja, das würde gut passen. Genau. Und... ah, da. Esse ich kurz noch was und dann würde ich auch sagen, war es das mal für heute wieder, meine lieben Damen und Herren. Und wir nehmen beim nächsten Mal wieder auf. Ich stelle mich mal die Mitte des Brunnens so förmlich. So, wir gehen da hoch. Und meinen letzten Ausblick von der Seite genießen. So. Also ich finde, muss ganz ehrlich sagen, das Blumenhaus hat einen Charme für mich. Ich komme hier jedes Mal wieder gerne rein. Das hat einfach einen übelst geilen Charme. Ich habe es noch nie so gebaut. Ja, guck mal da. Wenn das dann hier... dann hast du halt von hier so ein bisschen Blick drauf. Siehst du hier so in den Brunnen. Vielleicht kann man sogar noch eine Sprudelquelle irgendwie drauf machen oder so. Und dann hast du hier vorne halt vielleicht deinen Marktplatz. Vielleicht mit einem kleinen Häuschen oder so noch. Und da hinten siehst du dann versteckt hinter den Bäumen vielleicht so diese Farm. Die dann auch ein bisschen abgrenzen werden. Hier hast du dann die Wege, vielleicht kommt da unten dann noch so eine Art, Moment. Ich habe überlegt, dass wir hier unten in den Berg rein, da habe ich in der Testwelt schon mal was bemüht gehabt, hier so in der Gegend, dass wir hier noch eine zweite Mine reinbasteln, so hier. Die dann nach unten geht einfach so. Muss ja nicht, kann auch eine abgesperrte Mine sein, einfach eine stillgelegte, und das da hinten ist dann halt die neue. Halt irgendwie sowas Cooles noch, so ein kleines Gimmick einbauen, was hier in die Ecke so gut passt, weil das sieht irgendwie voll nach einer Minenecke hier aus. Ich muss aber sagen, ob ich nochmal so eine Art Mine bauen soll, wie es da drüben schon ist, oder ob ich hier eine andere Mine bauen soll. Da würde ich mich dann erkundigen. Vielleicht einfach nur so einen Stollen, der vernagelt ist, mit einem Kran oder so, könnte man probieren. Müsste einfach mal sagen. Und dann haben wir hier diesen gesamten Teil hier neu erschlossen, bis dahinter. Und dann haben wir eine riesen Welt hier mittlerweile schon. Und dann müssen wir mal gucken. Das Schneegebiet dahinter ist ja die Grenze. Ich möchte eigentlich nicht ins Schneegebiet reinbauen, weil mir das Schneegebiet an sich nicht gefällt. Deswegen wäre das Schneegebiet hier die natürliche Grenze für unsere Welt. An der Stelle. Und man könnte hier eventuell auch einen Zaun ziehen, wenn das jetzt notwendig wäre. Ich glaube aber nicht. Und dann würde man als nächstes die Berge erschließen. Hier hinten den Bereich für eine Kirche noch nutzen. Dann hier alles mit Grünzeug zu packen. Man könnte eventuell eine grüne Baummauer drumherum ziehen. Wie einen Wall aus Bäumen einfach. Wo? Wie einen Wall aus Bäumen. Das ist, glaube ich, eine coole Idee, um die ganze Gegend einen Wall aus Bäumen. Mit einem Tor natürlich zwischendrin. Okay, das war's dann erstmal für heute, meine lieben Damen und Herren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Tschüss.